Ich muss jetzt erstmal rumprobieren. Okay. Kriegen wir da auch noch irgendwie einen Hinweis? Notizblocker hier. Du hast noch nicht genug gelitten heute. Wir haben drei Schalen. Wir haben Schale 1, wir haben Schale 2 und wir haben Schale 3. Da hatten wir jetzt eben gelb. Dann haben wir da weiß. Was kommt als nächstes? Oh nein, das ist gelb. Das andere war dann orange. Okay. Und das ist der Herbst. Kriegen wir jetzt wieder orange? Jetzt ist sie weg. Ist das hier das gleiche? Ja. Okay, okay. Wir haben jetzt hier nirgendwo einen Hinweis. Wenn ich mich nicht ganz irre, dann müssen wir zwischendrin die Jahreszeiten verändern, um andere Blumen zu kriegen. Die Frage war jetzt nur, wie kommen wir schnell genug rüber zum Astronomieturm? Nein, das war das Falsche. Zwischenraum. Ja genau, Portalhopping, ich erinnere mich. Hopping, so. Hopping ist was anderes. So. Und dann war das hier. Ja, Leute, wir werden laufen. Pel laufen. Da würde ich mir wünschen, dass Zack oben bleibt und so walkie-talkie-mäßig. Das wär's jetzt. Womöglich werde ich die Wege einfach ein bisschen zusammenschneiden, weil irgendwann kennt man es einfach auswendig. Es ist so kalt hier drin. Ich hasse Winter. Zugegeben, zum ersten Mal beneide ich dich um deinen Pelz. Dafür gibt es keinen Grund. Mir ist trotzdem kalt. Und heute, liebe Schüler, bringt eure Wintermittel mit, denn wir machen Winter im Kräuterkundezimmer. What? Das ist ja mal oberfies. Okay. Weiß.
blau. Ich lasse die jetzt einfach mal stehen und läute gleich mal den Frühling ein. Hol tief Luft, Zack. Riech mal diese reine Luft. Der Duft der Blumen, der Geruch von Wiedergeburt. Ist der Frühling nicht die beste Jahreszeit von allen? Bah, alles nichts Tolles. Mir ist der Herbst auf jeden Fall lieber. Ich muss sagen, ich mag beide sehr gerne. Herr Frühling hat schon was, aber ich mag den Herbst eigentlich ein bisschen mehr als den Frühling. Das Einzige, was ich überhaupt nicht leiden kann, ist der Sommer. Wegen der Hitze. Hitze ist doof. So, das ist die Rosa. So. Es muss hier aber irgendwo einen Hinweis geben, weil ganz ohne Hinweis mutiert das ja zu einer elendiglichen Rennerei. Das ist ja nicht zu fassen. Hier drinnen ist es so heiß und feucht. Ach, was meinst du wohl, wie es mir geht, mit all dem verdammten Fell? Ja, also nicht wundern, wenn zwischendrin plötzlich wieder alles auf Winter stand. Mir ist das Spiel zwischendrin abgeschmiert, mal wieder.
scheint das Spiel gern zu machen, nur mich zu ärgern. Ich hatte wenigstens zwischendrin mal kurz gespeichert. Ich muss mir wieder angewöhnen, öfter zu speichern. So, hier haben wir Rot. Dann haben wir... Na? Wow, lila. Und grün. Okay. Okay, ich habe mir jetzt mal einen kleinen Tipp geben lassen. Wir kommen hier tatsächlich erstmal nicht weiter. Es ist immer dann, wenn ich an Rätseln so ewig hänge und merke, es tut sich nichts, dann fehlt noch irgendwas. Ich hab mir gerade den Hinweis abgeholt, dass wir in den Alchemieraum müssen. Ich kann mich jetzt dafür verdammen, dass ich ab und an mal die Hilfe in Anspruch nehme, aber ewig und drei Tage durch die Gegend zu rennen, ohne zu wissen, wohin man eigentlich muss und sich bloß einen Frust zu holen, ist ja auch nicht in der Sache. Das Spiel soll ja auch bis zum gewissen Grad unterhalten und meine Videos erst recht. Ich will auch, dass ihr ein bisschen Spaß dabei habt und da bringt es nichts, wenn ich da dauernd durch die Gegend eiere wie so ein Noob. Hier habe ich meinen Formwandlertrank gebraut. Hey, mal sehen, ob wir noch einen machen können. Okay, mal sehen, was wir tun können. Braue einen Trank und verwende Orakelmus, Heidenblume und Nigelisfrucht. Klingt eigentlich nicht schlecht, weil wir haben ja... als er sich gewünscht hat, ein Drache zu werden, das Orakelmus bekommen. Also, Orakelmus. Ha! Zwerg, du bist ein Drache! Wir haben es geschafft! Ja. Ist alles in Ordnung? Ja, mir geht es gut. Vielen Dank für deine Hilfe, Lydia. Das ist das erste Mal, dass sich jemand um mich kümmert. Und das fühlt sich so gut an. Ich hätte eigentlich gleich drauf kommen können, weil, als wir in der Schmiede waren, hieß es ja, zu schade, dass wir da nicht hoch können, um uns das anzugucken. Tja, jetzt hat einer von uns zwei Flügel. Ich würde sagen, dieses Problem haben wir gerade behoben. Aber es ist selten in einem Spiel, dass ein Companion so viele verschiedene Formen annimmt. Und das eigentlich in den meisten Fällen ungeplant. Zack! Was? Sieht aus, als hättest du eine super Idee oder so. Habe ich auch. In deiner Drachenform könntest du doch hochfliegen und die seltsamen Wandleuchten untersuchen, die wir an der Wand der Schmiede entdeckt haben. Hey, du hast recht. Ist nicht wahr. Ich bin jetzt völlig geplättet und total überrascht. Es gibt nur eine Sache, die ich fast ein bisschen ironisch finde. Zack wollte die ganze Zeit ein Drache sein, um imposant und und Dings zu sein. Und jetzt ist er so ein kleiner Babydrache. Ein Miniaturdrache. Es hätte so oder so nichts gebracht. Also wenn er dann so rumgeflogen wäre, hätten sie sich auch über ihn lustig gemacht.